Die Hanseisenring AG hat das modernste Steinwerk in der Schweiz. Und wir haben hier im Bau, wir haben die eigentliche Produktion, wo die Steinbearbeitung stattfindet. Das heißt, wir haben einen hohen Anspruch an technisches Licht mit natürlich auch geschützten Leuchten. Wir haben die ganzen Bürobereiche, wir haben Bewegungszonen, im Haus gibt es einen Fitnessclub, wir haben Aufenthaltsräume, wir haben Mitarbeiterküchen zu beleuchten gehabt und die eigentliche Ausstellung, die für die Kundschaft ist, wo die Hanseisenring AG die Produkte präsentiert in einer sehr hochstehenden Qualität. Weil die Bauherrschaft hat wirklich einen sehr hohen ästhetischen Anspruch. Der Innenarchitekt hatte diesen sehr hohen ästhetischen Anspruch. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, diesen Anspruch zu begleiten und umzusetzen. Ja. Hier beim Eisenring in der Ausstellung waren für mich die wichtigen Aufgaben, diese unterschiedlichen Oberflächen, diese Qualität der Steine, diese Strukturen, diese Farbfacetten in den Steinen, die Tiefe der Steine, dass das alles durch die Akzentbeleuchtung so wiedergegeben wird, wie die Bauherrschaft sich das wünscht. Hans Isering als Bauherr hat auch immer wieder betont, dass nicht nur Produkt und das Gebäude im Mittelpunkt steht, sondern seine Mitarbeiter, die ja da auch einen grossen Teil von ihrem Tag verleben mit Arbeiten. Und ich sagte, da gibt es doch Möglichkeiten, wo man das Licht auch so einstellen kann, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlt. Und dann ist man auf das Thema Human-Centric Lighting gekommen, wo man sagt, da sind die Möglichkeiten bis oben vorhanden, zum mit einer Leuchte, mit der Tunable-Light-Lösung eigentlich dem Rechnung zu tragen, damit der Tagesverlauf so entspricht und der Mitarbeiter sich wohlfühlt. Für mich ist einfach auch das Schöne, dass die Bauherrschaft oder den Wunsch hatte, möglichst vieles aus einer Hand überzukommen und so weiter und Vertrauen schenkt und gesagt hat, schaut, wir gehen miteinander den Weg und realisieren das Projekt miteinander. Realisieren. Und das Vertrauen zu spüren und denen so etwas miteinander fertigstellen, das ist für mich ganz wichtig.